abrundet von der Neustädter Straße Ritterstraße. Ich sage das deshalb so ganz bewusst, weil in Frankenberg einige Leute immer noch nicht verstehen, dass eine Maßnahme so beschrieben wurde, wie wir es letzte Woche noch besprochen haben, Neustädter Straße Ritterstraße, und meint aber dann den Obermarkt eigentlich damit. Da werden Sachlichkeiten durcheinander geschmissen, aber das ist eine Abrundung hier, und hier hat vor einiger Zeit mal im Tiefbaubereich etwas stattgefunden durch unseren Versorger und Entsorger. Aber dann ist es nie mehr zugemacht worden. Jetzt haben wir halt gesehen, wie können wir diese blaue Pitsche, ist das richtig? Dann will ich den Namen auch nennen, also Dellbrücke, blaue Pitsche für die Frankenberger, für die Iller, dass wir die in einen Zustand bringen, die halt altstadtgerecht ist und gut ist und modern ist. Und ich glaube, wenn man hier den Blick wählt, dann kann man sagen, ja, das ist so. Und ich sage ja immer, wenn denn die Stadt mal mit Sachen anfängt, dann fängt auch das Private nebenbei dann an. Und dann hoffe ich, dass da auch so manche Sachen sind. Wir haben ja auch ein Fachwerksanierungsprogramm. Ich weiß nicht, wem das Zeug da gehört, alles, die einzelnen Gebäude, vielleicht kommen die ja auch mal drauf. Das unterstützen wir ja auch finanziell, damit man das entsprechend so fertig bekommen kann. Das vielleicht zum Plan, den wir hier hatten. Das Ganze natürlich dabei, von der Breite und so weiter, ist das nichts allzu Großes. Oh, da kommt ja der oberste Chef noch. Ja. Hatten wir dort jetzt eine Fahrbahnbreite, die an Engstellen halt gerade mal 3,20 Meter sind. Aber so ist das im Altstadtbereich, muss man dazu sagen. Aber normalerweise 4 Meter. Aber der der große Verkehr ist ja hier auch nicht, aber wichtig war, dass wir den in der gleichen Oberflächengestaltung machen wie Neustädter Straße und auch Ritterstraße dabei, damit man dort ein einheitliches Bild hat, um das auch ein gepflegtes ist. Die Ausbaulänge auch nur 60 Meter lang, aber trotzdem sagte ich schon vorhin, dass es wichtig ist für die Stadt Frankenberg, dass wir das so entsprechend tun. Und natürlich im Bereich der einzelnen Hauswände, das sieht man hier sehr schön, haben wir dort auch wieder Draufstreifen entsprechend hinlegen lassen von der Planung her, was ja von den Firmen auch so entsprechend umgesetzt wurde, damit man ein sauberes Bild, einen sauberen Anschluss an die einzelnen Hausbereiche hat. Straßenentwässerung natürlich über diese Rinne, die wir dort entsprechend haben. Und Pflanzbeete, die konnte man auch, wenn man von dort kam, schon sehen. Die werden auch nachgepflanzt, das kommt jetzt, damit man dort auch eine schöne Gestaltung, etwas Grün auch in die Altstadt hinein hinbekommen kann. Und dann soll noch ein Straßenablauf, das müsstet ihr mir vielleicht erklären, ich habe es auch nur gerade, das wird da oben gemacht, okay. Damit nicht das ganze Wasser hier entsprechend reinschießen wird. Vielen Dank, das wusste ich nicht. Ja, die Firma Rothe und die Firma Wachenfeld haben das als Arbeitsgemeinschaft gemacht. Einer der Chefs ist da, freut mich ganz, ganz besonders. Insgesamt, und das ist mir wichtig auch wieder, weil ich ja immer sage, wir müssen Drittmittel holen, um unsere Maßnahmen zu finanzieren, den städtischen Haushalt auch nicht zu überstrapazieren. Das sind 86%, die wir dort haben, also 2/3. Und das ist natürlich 66%, Entschuldigung, die wir dort entsprechend haben. Und das ist auch gut so. Insgesamt 230.000 Euro brutto, die wir dabei haben. Und die Gesamtbauzeit, da kann ich den Firmen nur auch Danke sagen, gerade in 2 Monaten das Ganze hinzubekommen. Und dann auch in dieser Anfangsjahresphase, die dort ist, da sage ich vielen herzlichen Dank, dass wir das so entsprechend hinbekommen haben. Und heute soll es offiziell freigegeben werden, damit man dort nicht nur fahren kann, sondern auch gehen kann, um diesen Bereich auch wieder nutzbar, lebbar zu machen, erlebbar zu machen. Mich erinnert, das sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen an meine Kindheit. Früher mussten wir da irgendwelche Kugeln spielen, das kann man hier nicht mehr. Da hat man mit der Ferse was hineingedrückt in den Boden, dann konnte man mit den Klickern spielen. Heute muss man das sicherlich anders machen, aber es ist eine gute Maßnahme. Und vor allen Dingen finde ich es gut, dass wir das mit diesen Pflastersteinen hinbekommen haben. Damit klein, aber fein und wichtig für die Stadt. Also die Arbeits- und Wiedergemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft in diesem Sinne, aktiv an der Gestaltung der Stadt beteiligen dürfen, seit längerer Zeit schon. Entweder in Arbeitsgemeinschaften bei den großen Projekten oder einzeln aber auch, aber schon in der Vergangenheit, glaube ich. Ja, und wir danken natürlich für jeden Auftrag, den wir hier in der Region kriegen. Das ist auch für uns wichtig, auch für die Mitarbeiter wichtig. Denn wir wollen ja nicht immer so weite Wege gehen, und von daher gesehen nochmal herzlichen Dank, und wir freuen uns auch auf weitere gute Zusammenarbeit, und in
in Schwarzwälder. Weiter südlich, da treffen wir uns vielleicht auch wieder. Und ja, nochmal herzlichen Dank, Herr Hess, und ich hoffe, dass die Stadt auch in Zukunft weiterhin Fördermittel in ausreichendem Maße akquirieren kann. Das ist wichtig.